Ich begrüße euch Leute zu einer weiteren Folge von meinen negativen Toplisten. Und zwar dieses Mal zu den 10 schlechtesten Red Eyes Karten. Und ich muss sagen, da kommen auf jeden Fall einige Karten in Frage, weil Red Eyes ist ein bisschen fragwürdig teilweise. Es ist halt sehr beliebt bei Fans, aber es ist halt sehr brickanfällig und es war eigentlich nie mehr als ein Fun-Deck. Und auch wenn das bitter ist, muss ich leider die Karten, die ich heute so erwähnen kann, fair bewerten und die auch teilweise abstrafen, wenn sie schlecht geschrieben sind. Und wir werden heute auf jeden Fall einige Karten sehen, die schlecht geschrieben sind. Und wenn ich irgendwelche Karten vergessen haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare, so wie immer. Am Ende des Videos werde ich quasi wie immer die nächste Topliste ankündigen. Und ich werde heute Karten rauslassen, die quasi nicht safe zum Thema gehören. So Sachen wie beispielsweise Toon Red Eyes werde ich heute nicht erwähnen. Das wäre ziemlich langweilig. Es geht mir wirklich um die eindeutigen Red Eyes Karten. Und da gibt es schon Karten, die schlecht genug sind. Also seid gespannt. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Karte. Und wir starten heute mit der Fallenkarte Brennen der Rotäugigen. Und ich muss sagen, diese Falle hier macht gar keinen Sinn. Weil die macht beiden Spielern Burn-Schaden, basierend auf der Grund-ATK eines Red-Eyes-Monsters, was gerade am Sterben ist. Ich meine, klar, damit kannst du teilweise 2.000 bis 3.000 Burn-Schaden machen, was sehr viel ist. Ich nehme jetzt mal den Richtwert 2.400, weil das ist halt der normale Red-Eyes-Wert. Aber selbst wenn du quasi so viel Schaden verteilen kannst, du gehst minus 1 mit einem Once-Per-Turn-Effekt quasi dafür, selbst genauso viel Schaden einzustecken, wie du austeilst. Das heißt, du machst einfach auf dem Blatt Papier nur Minus. Es ist wirklich nicht gut geschrieben, diese Falle hier. Ich verstehe, warum dieser Balance-Effekt da ist, so ein bisschen. Man möchte wahrscheinlich Red Eyes jetzt nicht so viele krasse Burn-Effekte geben, die nur dem Gegner schaden, um das Ganze nicht zu einem reinen Burn-Deck zu machen. Das ist zumindest meine Vermutung. Aber trotzdem sollte man so eine Karte hier nicht so krass nerven, weil letztlich macht diese Karte einfach viel zu wenig. Und das in einem Deck, was sowieso schon riesige Brick-Probleme hat. Ich meine, Red Eyes spielt so viele Tributmonster, die man ständig totzieht. Und dann noch eine Fallenkarte spielen, die First Turn wirklich gar nichts tun kann? Und nur beiden Spielern gleich viel Burn-Schaden macht und dann minus 1 geht? Wo ist da bitte der Sinn? Wie soll man das Ganze sinnvoll in ein Red Eyes Deck inkluden und damit sinnvolle Duelle gewinnen? Letztlich wird Red Eyes einfach mit solchen Supportkarten hier immer ein Fun-Deck bleiben, was sehr schade ist eigentlich. Aber gut. Diese Burn-Karte ist, wie ich finde, schlecht genug für die Top-Liste, aber du kannst halt random mit Burn-Schaden, naja, Duelle gewinnen und deswegen kann ich die Karte heute nicht so krass bestrafen, aber sie ist auf jeden Fall alles andere als gut. Platz 10 ist sie definitiv denkbar. Als nächstes haben wir jetzt allerdings die Karte Rotäugiger Lindwurm und die möchte quasi in der Endphase ein Red-Eyes-Monster aus dem Friedhof specialen, wenn man diese Runde noch nicht genormelt hat. Und dafür muss man quasi diese Karte hier aus dem Friedhof banishen. Das bedeutet, die muss da schon drin liegen. Was halt vielleicht ein Problem ist, weil das ist halt sehr langsam und du musst die Karte erstmal da reinbekommen. Aber selbst wenn du es quasi da reinbekommst, was bringt dir bitte diese Special zusammen? Die ganzen Red Eyes Monster, die es gibt, machen eigentlich fast gar nichts in der Runde des Gegners. Das bedeutet, du beschwörst hiermit fast immer nur einen Beatstick in deiner Endphase. Was willst du denn bitte mit einem Beatstick in der Runde des Gegners? Der Gegner wird die Karte einfach umbringen. Egal, was du beschwörst. Das darf meinetwegen 4000 ATK haben. Es stirbt am erstbesten Crush-Effekt, egal, was du hiermit holst. Und du darfst in der gesamten Runde nichts genormelt haben. Das erinnert mich sehr stark an die Red Eyes Fusion, die auch sagt, dass man quasi in der Runde nichts mehr machen kann, außer ein Fusionsmonster zu holen. Das ist hier ganz ähnlich. Du hast so ultra langsame Effekte, die die Restriktionen für deine Runde geben. Warum ist das so? Selbst ohne diese Restriktion wäre das Thema absolut nicht gut, aber das macht das nochmal deutlich schlimmer. Man muss sagen, Rotäugiger Lindwurm ist nicht ganz so schlimm, weil die Karte ist halt mega alt, also die ist jetzt auch nicht gerade neu. Aber dass das Ganze quasi weitergemacht wurde, so ein bisschen mit der Fusion, ist einfach ein bisschen, ja, fast schon fragwürdig. Aber naja, so ist es leider. Ich muss den Lindwurm auf jeden Fall bestrafen, ich finde ihn schlimmer als eine Burn-Karte, die random Spiele gewinnen kann, weil den kann man wirklich gar nicht mehr schönreden. Der ist einfach immer viel zu langsam und beschwört meistens nur reine Beatsticks und das überzeugt mich überhaupt nicht. Als nächstes kommen wir jetzt zu einem Ritualmonster und zwar zu der Karte Herr des Rots und da muss man ganz einfach sagen, Ritualmonster in Red Eyes machen keinen Sinn. Dieses Thema brickt einfach so schon viel zu sehr und die Ritualmonster bricken auch gerne mal. Die haben zwar mittlerweile unfassbar viel Support, aber wenn man den auch noch spielen sollte, zieht man quasi nur noch Ritualkarten, die alleine aber nicht das Spiel gewinnen können, weil Herr des Rots schießt nur Karten in der Runde des Gegners. Also das ist halt der Hauptzweck. Und das ist nicht gerade krass, solche Crushs. Es geht auch in der eigenen Runde okay, aber es sind alles nur einzelne Crush-Effekte. Es macht nicht das Spiel in der heutigen Zeit. Und wenn du halt dann dafür so viele Supportkarten spielen musst, um das Ganze quasi konstant rauszubekommen, dass der gesamte Rest des Themas noch mehr bringt als zuvor, rechnet sich das Ganze einfach nicht und deswegen ist Herr des Rots eher weniger gespielt.
Zumindest ist das meine Einschätzung, dass halt deswegen die Karte so unbeliebt ist. Letztlich wird die Karte ständig vergessen und diese reinen Crush-Effekte, es ist halt nur okay. Ich finde, dass man so Karten wie Rotäugiger Lindwurm schon eher in das Thema reintun kann, weil die halt immer zumindest als Speedsticks was machen und nicht immer nur komplett bricken. Aber Herr des Rots kann man so schnell totziehen, ich würde ihn wirklich noch schlechter bewerten als Rotäugiger Lindwurm. Wie gesagt, nur meine Meinung, aber jetzt geht es quasi direkt weiter mit einem weiteren Ritualmonster von Red Eyes. Und das ist halt der Paladin des Schwarzen Drachen, das Gegenstück von dem Paladin von Blue Eyes. Und die Karte kann quasi Red Eyes Monster, naja, von der Hand oder vom Deck specialen. Aber egal welches Red Eyes Monster, nicht nur den Red Eyes, also das normale Monster. Das ist ganz nett, aber letztlich muss man einfach sagen, es brickt mal wieder zu Tode und du specialst ein Monster. Was willst du denn holen? Dieses Thema hat halt im Main Deck fast nichts vorzuweisen. Es gibt kein krasses Bossmonster, was du holen kannst, was irgendwie normalerweise sehr schwer beschwörbar ist und was man dann hiermit easy rausbekommt und dann irgendwelche Negations hat. Nein, dieses Thema hat nichts vorzuweisen, außer Beatsticks letztlich, die sich zu Tode bricken. Und die kriegt man auch teilweise anders raus, beziehungsweise leichter raus, als noch eine Ritual-Engine zu spielen. Von daher ist der Paladin des Schwarzen Drachen so eine Sache. Ich würde die Karte nicht als unfassbar unspielbar bezeichnen, nur halt als einfach deplatziert. In so einem Thema würde ich euch echt von Ritual abraten. Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, dass halt Red Eyes zwei Ritualmonster hat. Aber naja, was wir jetzt noch haben, sind Karten, die nochmal deutlich schlimmer sind als die Ritualmonster. Und da kann man doch echt nichts mehr schönreden. Ich muss sagen, diese Karten sollte man wirklich aus jeglicher Deckbauidee von Red Eyes komplett raushalten, weil die machen gar keinen Sinn mehr. Denn das rotäugige schwarze Küken möchte sich selbst wegtributen, um einen normalen Red Eyes aus der Hand zu specialen. Nur von der Hand, nicht aus dem Deck. Und das ist einfach wirklich, wirklich sinnlos. Warum zur Hölle möchtest du minus 1 gehen insgesamt, um einen Beatstick zu beschwören, der nur 2400 hat? Der Red Eyes hat keinen Effekt, wirklich überhaupt nicht. Und du darfst kein anderes Red Eyes Monster hiermit specialen, sondern nur das normale Monster, also quasi das Covermonster des Themas, der normale Red Eyes Black Dragon. Und das ist dementsprechend einfach nicht spielstark. Du willst nicht minus 1 gehen für einen Beatstick. Wie gesagt, Kaibermann im Blue Eyes macht auch absolut keinen Sinn. Und man muss noch eine Sache dazu sagen, diese Karte hier genießt so gut wie gar keinen Red Eyes Support. Ich weiß nicht warum, aber auf fast jeder Red Eyes Karte wird erwähnt, dass das rotäugige schwarze Küken vom Effekt ausgeschlossen ist. Liegt wahrscheinlich irgendwie an der japanischen Namensgebung, das kann ich mir vorstellen, dass es einfach irgendwie minimal anders geschrieben wird und nicht so wirklich halt rotäugig heißen soll. So kann ich es mir erklären, aber letztlich, naja, heißt es halt im Deutschen rotäugiges schwarzes Küken und wird einfach nicht davon supportet. Ist auch ziemlich irrelevant, auf jeden Fall wird es auch so nicht gespielt werden, weil diese reine Special Summon auf halt einen Beatstick, den du noch ziehen musst, es ist nicht spielstark. Und wie gesagt, insgesamt machst du dadurch einfach nur minus 1 und im Grave kann die Karte gar nichts. Ich denke, das ist einfach so eine Karte, die wird nie wieder gespielt werden in Red Eyes und war auch nie wirklich als krasse Supportkarte gemeint, glaube ich. Also es ist halt eher eine Fun-Karte, die ganz süß ist, aber spielstark ist was anderes. Doch komplett sinnlos ist eigentlich die Karte Rotäugiger Zombie-Drache, weil ganz ehrlich, das hier ist halt ein Crossover zwischen dem Zombie-Welt-Thema und Red Eyes. Es ist äußerst merkwürdig und die Karte kann quasi Zombies wiederbeleben, die sie zerstört im Kampf, was nett ist, und die kann beschworen werden halt nur durch ein Tribut, wenn es ein Zombie ist. Und letztlich kann man die Karte schon ganz gut nutzen in Kombination mit Zombie-Welt, dem Feed-Spell, der alle Monster auf dem Board zu Zombies macht und im Grave glaube ich auch, aber warum sollte man das tun? Warum sollte man Red Eyes zu einem halben Zombie-Deck umfunktionieren? Es ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Crossover und es gibt sogar mittlerweile ein Synchro-Monster dazu, aber das ist sogar ganz okay. Aber das originale Effekt-Monster muss sich leider bestrafen, weil ehrlich gesagt spielt halt niemand dieses Crossover und deswegen hat die Karte kein Einsatzgebiet. Es gibt halt einfach bessere Zombie-Karten und bessere Red Eyes-Karten. Deswegen ist so eine Crossover-Karte hier eigentlich komplett sinnlos, aber sie ist ganz cool designt, das kann man auch sagen. Eine weitere Karte, die fast jeder vergisst immer, ist die Karte Rotäugiger Finsterer Drache. Und die Karte möchte quasi beschworen werden, indem man einen Red Eyes wegtributet. Und die Karte hier hat dieselben Werte wie Red Eyes und bekommt einen minimalen Push für Drachenmonster in deinem Friedhof. Das bedeutet, sie kann theoretisch sehr, sehr stark werden. Bis zu 4000 ATK oder so. Kann gerne mal sein. Aber du spielst hier einen reinen Beatstick, der immer tot ist, wenn du keinen Red Eyes aufs Board bekommst. Das ist unfassbar dumm. Es gibt halt ein Fusionsmonster bei dem Thema, was man fast in jedem Duell beschwört, das an sich schon 3200 ATK hat und was kaum brickt, weil du halt die Fusion normalerweise immer hast.
dann ist bei einem Zug vorbei, aber du hast zumindest einen Beatstick. Und dieses Monster, dieses Fusionsmonster, ist so stark wie diese Karte hier, wenn bereits mehrere Drachenmonster im Grave sind. Und es ist halt einfach, naja, eine Möglichkeit, diese Karte hier komplett obsolet zu machen. Warum sollte man dann sowas hier noch spielen? Die Karte startet mit nur 2400. Kann die nicht wenigstens mit 3000 starten? Ich meine, wenn du halt nur einen Drachen Grave hast, ist diese Karte hier ein Upgrade von 300 ATK ohne Zusatzeffekt. Die Karte hier macht selbst nichts, außer als Rubbish Rubber zu sein und einen minimalen Push zu bekommen. Kompletter Nonsens, die Karte, und sie ist heute nicht mal auf dem Siegertreppchen. Das sagt schon einiges aus, aber jetzt kommen wir leider zu halt den klassischen Fusionen, die auch nie wirklich ernst gemeint waren, beziehungsweise die nie stark sein sollten. Die sollten mehr cool wirken, glaube ich. Und mit den klassischen Fusionen meine ich halt so Karten wie den schwarzen Totenkopfdrachen. Kleiner Funfact, als Kind dachte ich, der ist der schwere Totenkopfdrache, warum auch immer ich das gedacht habe, aber vergessen wir das ganz schnell mal wieder. Ich finde die Karte wunderschön, ja? Saucooles Sammlerstück, sehr geiles Design, aber sie macht halt gar nichts. Die wird beschworen aus Summon Skull und Red Eyes und hat 3200, 2500. Und an diese Karte hier ist das moderne, relativ gute Fusionsmonster von Red Eyes angelehnt und deswegen gehört diese Karte hier auf jeden Fall auch zum Thema dazu. Beim Wiki ist diese Karte hier auch bei dem Thema aufgeführt und so und deswegen würde ich sagen, muss man diese Monster hier schon erwähnen, weil wie gesagt, naja, es gibt mittlerweile bessere Versionen von denen und das zeigt schon, dass halt diese Karten auch als Karten vom Thema gemeint waren. Ich finde es ganz cool, dass es halt diese Karten immer noch zum Sammeln gibt, aber Spieltag ist halt was anderes, weil die Karte macht logischerweise gar nichts. Aber ich muss leider sagen, dass ich die Neuauflagen von diesen Fusionsmonstern hier nicht mehr so cool finde, vom Design her. Ich meine, das hier sieht wirklich unfassbar geil aus, aber der neue Totenkopfdrache, naja, ist ein bisschen overdesigned und komisch, während das hier wirklich was Klassisches ist. Naja, vielleicht spricht auch die Nostalgie raus, auf jeden Fall ist das hier nicht spielstark und dadurch, dass halt quasi der finstere Drache, den wir gerade gesehen haben, theoretisch stärker sein kann als das hier, finde ich halt im finsteren Drachen minimal besser, aber das ist, denke ich, jedem selbst überlassen. Doch noch schlechter ist halt in meinen Augen die Karte Schwarzer Meteordrache, weil ganz ehrlich, wer spielt den Meteordrachen in Red Eyes, ne? Ich meine, den Summon Skull, okay, den kann man auch halbwegs inkluden, aber den Meteordrachen, ein normales Monster mit 1800, was ein Tribut fordert, es ist halt einfach zu kacke, sorry. Und dafür macht diese Karte hier auch nur 300 Schaden mehr, nämlich 3500, als der Schwarze Totenkopfdrache. Und deswegen halt hier, naja, der Platz 2 ist in meinen Augen noch minimal schlechter. Aber auch diese Karte hier wurde später aufgegriffen in einer besseren Variante. Und zwar gibt es jetzt quasi auch ein weiteres Fusionsmonster von Red Eyes, was an diese Karte angelehnt ist und Burn-Schaden machen möchte. Ist ganz cool, muss ich sagen. Aber der Platz 1 geht heute an eine Karte, die schlechter ist als halt Fusionsmonster ohne Effekt. Also was kommt da jetzt noch? Selbstverständlich die Karte Rotäugiger Schwarzer Metalldrache, weil ganz ehrlich, was ist hier der Sinn? Du machst ein Red Eyes mit 2400 Punkten zu einem Monster mit 2800, indem du ihn ausrüstest mit einer Fallenkarte, die dich um 300 Punkte pusht und dir noch einen Push verteilt, wenn du kämpfst. Das bedeutet, du wirfst einen Beatstick weg mit 2700, der einen Push-Effekt dann quasi hat, für einen Beatstick mit 100 Punkten mehr. Wo ist der Sinn? Diese Karte hier brickt sich zu Tode. Ich meine, man darf sie immerhin aus dem Deck specialen, das ist noch das Beste hier ran. Aber was ist das? War das jemals ernst gemeint? Es gibt auch Soar, also Metall-Soar, der ist genauso aufgebaut wie diese Karte hier und wird auf Soar draufgelegt, ein weiteres normales Monster, was ziemlich scheiße ist. Und ich muss sagen, diese beiden Karten gehören zu den schlechtesten Effektmonstern, die jemals geprintet wurden, beziehungsweise zu den schlechtesten Karten generell. Ich verstehe nicht, ob das jemals ernst gemeint war, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall fehlen hier definitiv Effekte. Warum kann diese Karte nichts außer Beatstick zu sein, der 100 Punkte besser ist als das, was man gerade wegtributet hat? Schreibt's mir in die Kommentare. Aber gut, ich würde sagen, für heute war's das. Ich denke, dass man diese Karte hier auf Platz 1 setzen muss, ist ganz klar, weil diese Karte hier kann man nicht mal normeln. Und die brickt auch noch im Main Deck, während halt die Fusionsmonster, die wir gerade gesehen haben, zumindest im Extra Deck schlummern und nicht wirklich einen behindern. Doch das war's auch schon mit der heutigen Topliste. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und da würde ich sagen, jetzt beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Topliste, die ich jetzt ankündigen werde. Und zwar werde ich beim nächsten Mal quasi die 10 schlechtesten Elementarhelden ranken. Also wirklich nur Elementarhelden, keine maskierten Helden oder so. Und ich will da so ein paar klassische Karten nennen, die auf jeden Fall sehr unterhaltsam sind. Vorschläge sind gerne gesehen. Und ich denke, das ist auch so eine Topliste, die sich schon seit Ewigkeiten gewünscht wurde. Und ich werde auch dazu mal eine positive machen irgendwann, aber das ist Zukunftsmusik. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der negativen.
Und naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Topliste. Ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen bei meinen letzten paar Toplisten, die ich gemacht habe, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Sponsor. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.